Okay. Da haben wir ein schönes Wachgeschütz. Kann ich das irgendwie hacken? Okay, runter. Ah, nee, runter, sagte ich. Runter! Okay, zerstören. Ach, die sind hier im Gotham Fire Department. Nett. Okay, da ist die Tür. Hier kann ich noch weiter rein. Okay, geh mich mal rein. Keine Ahnung, was jetzt schlauer wäre, aber egal. Gucken wir erstmal hier durch. So, hier komme ich dann da lang und hier lang. Oh, von unten ran ist auch nicht schlecht. Der Boss will den hier selber erledigen. Hörst du das, Nightwing? Wir lassen dich noch ein kleines bisschen länger leben. Noch mehr geistreiche Konversationen. Okay. Klasse. Darf ich ihn nochmal schlagen? Hey, was habe ich gerade gesagt? Ich weiß, der Boss will ihn leben. Okay, aber sein Gesicht. Einfach zum Reinschlagen. Sieh's mal so. Das ist was, worauf wir uns noch freuen können. Ja. Hm. Stimmt auch wieder. Unterbrechen kann ich hier auch nix. Okay, ich habe das Gefühl, ich muss doch den anderen Weg gehen, aber hier ist zumindest mal. Hier konnte ich zumindest mal die Gegend, die Umgebung sondieren. Du hast Glück gehabt, Junge. Du darfst noch ein bisschen mehr leben. Okay, Tür verschlossen. Ich muss doch da lang. Oder da oben. Ah, hier bin ich hergekommen. Ja, stimmt. Okay. Dann einmal runter. Und Attacke. Rein da. Irgendwie müssen wir doch hier lang. Okay, wahrscheinlich werde ich einfach nach hinten durchgehen müssen. Kommt tutto completo. Okay. Schauen wir doch mal. Hoffentlich lässt mich der Boss noch ein paar Treffer landen. Ah, hier hinten kann ich rein. Okay. Hi. Na du, wie geht's dir so? Ich hasse ihn so sehr, dass ich's fast genieße. Was machst du denn hier? Nichts in der Stadt verloren. Nightwing retten. Ist schon schlimm genug, die Fledermaus hier zu haben. Du hättest. Hallo. Okay, Attacke. Doppeltes Team ausschalten. Attacke. Okay. Hallo. Doppeltes Team ausschalten. Okay. Und schön bei dem Muskelprotz. Gott sei Dank. Ein Muskelprotz trotz weniger. Aua, 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 aua. Doppeltes Team ausschalten. Okay. Doppeltes Team ausschalten. Attacke. Bomba. Okay. Das war's schon. Okay. Sehr schön. Was hast du dir dabei gedacht, allein herzukommen? Ein Danke fürs Aufspüren wäre schon nett. Du solltest froh sein, wir haben alle Depots. Der Pinguin ist erledigt. Wir müssen ihn immer noch finden. Schätze mal, der ist abgehauen. So, El Pinguino ist also abgehauen. Das ist doof. Warte auf Meldung von Nightwing, okay. Aber jetzt müssen wir erstmal hier zerstören, glaube ich. Das ist jetzt hier erstmal Prio Nummer 1, Zerstöriando. Explosiv gehe. Nee, Quatsch. Nein. Hier hin. Explosiv gehe. Dankeschön. Versprühen. Haben sie wieder alles schön angerichtet.
Ah ja, okay. Immerhin haben sich die Leute hier Mühe gegeben und immer schön unterschiedliche Sachen reingestellt. Das finde ich, also man könnte ja auch sagen, jeder Tresor ist gleich, ist er aber nicht. Das finde ich schön. Also die Gemälde sind immer anders. Gut, die Explosive steht immer mittendrin. Ist jetzt strategisch nicht die beste Variante, aber macht ja nichts. Das macht ja nichts. So, Türchen zu. Rems. Einmal so, genau. Ja. Ist das nicht gemütlich? Ach, scheiße. Auf den hier solltest du aufpassen, Batman. Er ist ein bisschen zu leichtsinnig. Komm näher und ich zeig dir den Inhalt seines Schädels. Hey, Oz. Weißt du noch, die fliegenden Graysons? Flying wer? Was faselst du? Die fliegenden Graysons, die besten Akrobaten der Welt. Halt die Klappe, du Tunte. Wann immer sie im Zirkus auftraten, brachten sie die Luft zum Vibrieren. Schnauze, sag ich. Sie hatten ein besonderes Kunststück, das hat einem den Atem geraubt. Der nächste Atemzug wird dein letzter sein, Junge. Sag also schon mal Lebewohl. Hörst du das, Batman? Du wirst dir wünschen, dich nie mit mir angelegt zu haben. Niemand bestiehlt den Pinguin. Niemand. Hupsi. Nein, stopp! Ja. Ich schwöre bei Gott, töte mich lieber, Batman, sonst bringe ich dich um. Ich werde... Hüps. Weißt du, genau das wollte ich gerade vorschlagen. Jetzt kommt der Teil, wo du mich abmahnst. Ich bin stolz auf dich. Ist bei dir alles okay? Das ist das Ende. Wir sehen uns nie wieder. Sag sowas nicht. Das hält dich nicht auf. Nichts hält dich auf. Beschütze Bloodhaven. Versprich mir. Schon okay, Bruce. Ich versteh's. Du willst bloß nicht, dass ich hier bleibe und dir die Show stehle. Dick. Ich werde dich nicht enttäuschen. Gut, das war der Abschied von Nightwing. Ich weiß. So, den dicken Pinguin passt du ins Batmobil? Das Batmobil ist ja relativ eng. Passt der da überhaupt rein? Anscheinend. Also... Sollten wir vielleicht beide nutzen? Ja, sieht ja ganz gut aus. Hüpf! Hallo! Spezialfahrt im Batmobil. Rennen, bringe den Pinguin in die Arrestzelle. Juhu! Arrestogrande! Oh, mein Kopf! Oh, dein Köpfchen tut weh. Och, du armes, armes Pinguin. Ach, du armes. Och, 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 ja. Nein! Doch, doch. Du kannst sie als Altmetall verkaufen, wenn du jemals rauskommst. Ohne deine kleinen Hilfe bist du an nichts. Ich hätte dich fast gehabt, nicht wahr? Was ja. Ist denn los? Hast du Angst? Du hast die Wahl, Cobblepot. GCPD oder Leichenschauhaus. Leere Drohungen, Batman. Jeder weiß, dass du nie tötest. Ich bin heute nicht ganz der Alte. Deswegen fahren wir auch ins GCPD. Ich bin mir sicher, dass du dich morgen besser fühlst. Eine geruhsame Nacht kann Wunder wirken. So. Da hätten wir ihn abgestellt. Dann geben wir den Kollegen ab. Bewegung, Cobblepot. Na los. Immer mit der Ruhe, ich komme. Wieso bringt es denn jetzt darum? Der andere wäre kürzer gewesen. Hey Boss, da sind sie ja. Jetzt sind wir alle wieder vereint. Ohne sie war es nicht das Gleiche. Siehst du das, Batman? Das ist Treue. Du musst stolz sein. Ich hätte Scarecrow schon vor langem sagen sollen, dass es ein großer Fehler ist, dich ins Spiel zu bringen. Pass auf, was du sagst, Oswald. Wir befinden uns jetzt auf der gleichen Seite der Gitter. Okay. Lass dich nicht täuschen, Bats. Unter dieser mickrigen, fetten, diebischen Schale steckt ein trauriger kleiner Teddy, der nur raus will. Ja, klar, der Pinguin-Teddy. Oh. Okay, ich glaube, wir müssten jetzt mal wieder ein paar Punkte verteilen. Mal kurz hier hin. Denn es ist ja ganz schön hier. Oh ja, oh, wir haben jetzt hier ziemlich viel freigeschaltet. Jetzt auch den Pinguin hier. Oh Gott, wir haben schon hier den größten Teil hier mal.
Also wir könnten hier eigentlich mal zwei Folgen lang Sessions machen und das alles vorlesen, aber ehrlich gesagt stelle ich mir das mit zu langweilig vor. Ich bin, glaube ich, nicht der Let's Player, der alles vorliest. Das habe ich damals bei Assassin's Creed Unity gemacht, aber das hat mir persönlich nicht so sehr getaugt. So, hierhin. Entschuldigung, 18 neue Ausrüstungspunkte. Ich hätte gerne das Batmobil noch etwas weiter aufgerüstet. Was haben wir hier? Panzerungsstufe 4. Oh ja, das ist gut. Das ist sehr gut. Rammangriff für die Viecher. Okay. Schleudersitzstufe. Was ist das hier? Nachbrenner-Aufladung. Die schnellstmögliche Ladezeit des Nachbrenners. Schubdüsenverbesserung. Okay. Oh, das ist gut. Du kannst Schubdüsen direkt hintereinander einsetzen. Um möglichst große Entfernung zurückzulegen. Oh, das ist gut. Ich gucke mal, es sind aber 8 Punkte. Batmobil-Waffen. Oh, hier muss ich hin. Hier muss ich hin. Was ist das hier? Notfallwaffenenergie. Energieabsorptionseffizienz. Erhalte. Oh ja, das ist wichtig. Das hier ist Cobra-Köderschuss. Ne, das brauche ich. Cobra-Köderschuss brauche ich nicht unbedingt. Aber das hier ist gut. Hier fällt die Panzerstufe im kritischen Bereich ab, werden alle Reserven in die Waffensysteme umgeleitet. Oh, wird sofort auf... Oh, geil. Und das hier ist Energiespeicherschutz. Verhindert den Verlust abgeschlossener... Oh, Baby, das brauche ich. Okay, Batmobil, Waffen fast komplett ausgerüstet. Geilomat. Was haben wir hier? Ausrüstungstechnologie haben wir auch größtenteils schon drin. Batsuit, oh, Ausrüstungseinsatz. Den habe ich noch... ja, vernachlässigt. Kampf. Sollte ich vielleicht auch da, wenn er die nächsten Punkte reingesteckt. Okay, also wir haben jetzt unser Batmobil ein bisschen aufgebessert. Ein kleines bisschen. Raus hier. Geht's hier raus? Nee. Wo geht's denn nochmal raus? Wo ist hier der Ausgang? Hallo. Exit. Das ist doch gut, dass da ein Schild ist. Okay. Gefundene Sprengsätze. Es kommt mir so unwirklich vor, Batman. Ich kann mir nicht vorstellen, was Jim tun wird. Barbara bedeutete ihm alles. Oh ja, das Thema haben wir auch noch. Das Problem. Gott. So, einmal raus hier. Was haben wir hier? Zellenbelegung 61%. Arrestzellen 63 von 7. Hochsicherheitszone 3 von 11. Okay. 3 von 11, das sind... Der Knight wird seine Hände wieder um deine Kehle schließen, Batman. Am nächsten Mal bringt er es zu Ende. Ist echt cool, dass die hier einfach immer so zusammensperren oder auch uncool. Hier haben wir die Arkham Knight Militia, Two-Face Crew. Hey, Batman, wie geht's? Lass mich wissen, wenn ich irgendwie helfen kann. APC Lieutenants, Watchtower Militia. Was ist hier? Aha. Gordon wird nicht aufhören. Er wird sie bis zum letzten jagen. Wer kann es ihm verübeln? So, also, das haben wir auch. Dann gehen wir mal raus hier, oder? Was gibt es hier noch zu sehen? Oh, die Feuerwehrleute und so weiter. Okay, raus hier. Bleak Island, 2 Watchtowers, 3 Drohnen. Wir könnten theoretisch mal die Drohnen abholen. Einsteigen und dann die Missionsauswahl. Okay, 806 Meter hier, 1000 und Feuerwehrleute, haben wir keine neuen Infos. Das ist fertig. Die, besiegte Riddler und rette Kettler, kehre zum Waisenhaus zurück, um Ritters letzte Prüfung zu bestehen. Oh Gott. Watchtower. Ich möchte jetzt, glaube ich, echt mal... Die Miliz hat einen Sprengsatz in Drescher deponiert. Ich werde ihn entschärfen. Sie werden ihre Bomben mit äußerster Härte verteidigen. Ja, vor allem, weil das, glaube ich, die Bombe war, die hier... Okay, da oben ist zum Beispiel doch mal so eine blöde Drecksdrohne. Ich möchte gerne die Drohne da oben mir schnappen. Komm ich da irgendwie ran an das Ding? Riddler hat einfach ein paar Leute entlassen. An die Drohne bin ich gerne ran. Keine Abfindung? Nichts. Mann, hab ich's nicht immer gesagt? Zeit für eine Schlägergewerkschaft. Ui. Okay, wie komme ich jetzt an dich ran? So vielleicht. Komm
ich da nicht ran? Nein, natürlich nicht. Oh. So, jetzt komme ich aber auf dich drauf. Guck mal hier. So. Schön versprühen. Und dann runter. Okay. Gucken. So. Serpent offline. Jawohl, ja. Haben wir noch zwei Serpents. Gucken wir mal, ob wir die anderen auch noch kriegen. Da ist noch eine Drohne. Aber die fliegt so verdammt hoch. So, wo ist die blöde Drohne? Da ist sie. Kann ich so auf der landen? Schaffe ich das von hier aus? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich falle zu tief, als dass das funktioniert. Kann ich jetzt irgendwie so die Spitze von dem Turm hier schnappen und damit dann hochflattern? Das wäre jetzt echt nice. Ich brauche mal irgendwas zum Hochflattern. Dann kriege ich die nicht. Ach Mensch. Batman schlägt sich bisher ganz ordentlich gegen diese Armee. Ich dachte, der wäre so gut wie tot. Den da will ich haben, aber den komme ich nicht ran. Scheißding. Da hinten flattern noch welche. Mann, ey. Da oben flattert der Nightwing, also der Batwing. Two-Face, der Pinguin, der Joker. Die kennen mich alle mal. Ab sofort bin ich eine One-Man-Show. So, er flattert jetzt da lang. Da ist noch ein Watchtower, sehe ich gerade. Den kann man auch mal mitnehmen. Den Watchtower da. Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sagen würde, aber irgendwie habe ich die Schnauze voll vom Randalieren. Was? Okay, jetzt brauche ich schon mal so ein Pünktchen, wo ich angrabbeln kann. So, das sieht nach Watchtower aus und zwar richtig gut. Wir sollten da raus und uns um die Pflanze kümmern. Du, ich und ein paar Äxte, das klingt nach einem klasse Plan. Dann ist das Ding so. In meiner Woche Kleinholz. Hast du eine bessere Idee? Wo ja, sind die Kollegen? Wir bleiben hier und sterben nicht. Ach Gott, das ist der Watchtower. Oh, leck mir am Arsch. Das ist ein bisschen viel auf einmal, oder? Heilige Mutter Gottes. Okay, flattern wir da mal rüber. Gucken wir mal, ob wir den vielleicht schaffen. Super High-End-Zeug? Mega super High-End-Zeug? Gibt's das überhaupt? So, was haben wir jetzt da? Landen wir doch mal da drauf. Oh Gott. Oh. Okay, hier kann ich nicht, hier kann ich das nicht nutzen. Okay. Gucken wir mal, was der Unterbrecher so kann. Oh, Batterang geworfen. Hupsi. Okay, ich muss immer weg. Warte, was sagt der Vaterfucker? Bitte, bitte, bitte. Aua. Aua. Okay. Also das war jetzt schon mal scheiße. Das war jetzt gelinde gesagt schon mal scheiße. Sehen wir, ob der Typ okay ist. Okay, jetzt muss ich erstmal gucken, was kann ich hier eventuell hacken oder unterbrechen oder was auch immer. Aber so geht's hier nicht. Nee, 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 nee. So geht das hier ja wohl nicht. Okay. Sie hat den Job. Wie schalte ich das ab? Okay. Schalten wir mal darüber und hauen die um. Weg. Okay, ich würde da gerne wieder landen. Da auf dem Ding. Ah nein. Landen, sagte ich. Angstmultierschein. Schön. Sonst noch jemand ohne Fahrschein? Nee, ne? Okay. Einmal da hoch, bitte. Okay, könnt ihr doch auf mich schießen? Oder sagt, lasst ihr das jetzt langsam mal sein? Okay,
Gut. Kann ich inzwischen wieder... Oh, ich kann wieder, Gott sei Dank. Okay. Okay, die beiden da, die könnte man nochmal kurz erledigen. Nein! Das wollte ich eigentlich nicht tun. Kann ich das Ding jetzt schon hier erledigen? Ne, ich muss erst die anderen Leute alle killen, damit das funktioniert. Okay. Dann gehen wir nochmal da hoch. Oh, 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 da kommt einer. Da kommt einer. Aua! Oh fuck, okay, das war scheiße, das war scheiße. Jetzt gehört der Himmel mir. Nein, mein Himmel, immer noch mein Himmel. Bleib weg von meinem Himmel.